Hi zusammen, hier ist wieder Markus von Atomeda Design. Heute geht es mir um die Gesichtserkennung der GH5 und zwar in Bezug auf die Firmware-Version 2.2 und 2.3, die jetzt im Mai erschienen ist. Und zwar habe ich selber noch kein Vergleichsvideo gefunden, wie denn die Kamera mit dem Metabone Speed Booster zusammen mit der Sigma Artlens 12 bis 35 mm 1.8 umgeht. Da es ja keine native Linse ist, gibt es hier meistens ein bisschen mehr Probleme. Und so wollte ich jetzt einfach mal ausprobieren, wie reagiert die Kamera denn vor dem Firmware-Update und wie reagiert sie dann anschließend nachher. Die Gesichtserkennung soll ja massiv verbessert worden sein. Und genau das probiere ich jetzt mal und dafür gehe ich einmal ganz kurz in den Garten. So, hier auch schon der erste Test mit dem Hintergrund. Der Hintergrund wird auch sofort scharf gestellt. Das klappt soweit. Hier bekomme ich jetzt Bild. Nach kurzer Zeit hat er dann auch mein Gesicht erkannt und stellt nun wieder auf den Hintergrund scharf. So, beim zweiten Test haben wir allerdings hier schon direkt ein Problem. Versucht zu fokussieren, aber erkennt das Gesicht eben nicht so richtig. Auch mit ein bisschen Bewegung im Spiel, dass die Kamera erkennt, da tut sich was. Nochmal zwei Versuche, vergebliche, aber keine Chance. So, etwas weiter nach hinten. Dann nach kurzer Wartezeit passiert auch nochmal was. Ja, da hat er es, so halbwegs scharf zumindest. Jetzt hat das. Jetzt hat er endlich das Gesicht erkannt, verfolgt es auch weiter, wenn auch es für mich doch ein bisschen zu lange dauert. Ja, jetzt. Da hat das wieder. So, auch nach vorne klappt es, dauert allerdings ein bisschen. Okay, und wieder raus aus dem Bild und der Hintergrund wird wieder scharf. So, nun muss ich erstmal die Firmware updaten. Dazu gucken wir erstmal nach, was für eine Version wir drauf haben. Version 2.2 steht beim Body. So, die Firmware habe ich schon drauf kopiert, die BIN-Datei direkt ins Root-Verzeichnis der SD-Karte gelegt, drücke auf Play und da bietet er mir auch direkt an, Start Version Up. Ich sag mal Yes. So, und dann lädt er die neue Firmware auf die Kamera drauf. Das können wir hier auch ein bisschen beschleunigen. So, und schon wird die Kamera neu gestartet und die neue Firmware ist installiert. Das können wir auch nochmal nachprüfen. Unter Version Display, Version 2.3. Alles klar. Dann ab zum zweiten Test. So, zweiter Test mit der neuen Firmware. Zack, Hintergrund scharf. Ich komme ins Bild. Und erkennt auch sehr schnell mein Gesicht. Wieder raus, Hintergrund wieder scharf. Nochmal etwas näher ins Bild. Und wieder scharf. So, wieder die Bewegung da rein, zurück. Und für mich sieht es aus, als sei ich eigentlich nie aus dem Fokus raus. Ja, und auch wieder scharf. Und der Hintergrund. Perfekt. Ja, das war der Vergleich zwischen der Firmware-Version 2.2 und 2.3 bezogen auf die Gesichtserkennung und den Autofokus. Und wie wir gesehen haben, klappt das mit dem Autofokus nun doch erheblich schneller und zuverlässiger. Und ja, wer immer noch nicht auf die Firmware-Version 2.3 geupdatet hat, kann ich es nur wärmstens empfehlen. Also neben dieser Gesichtserkennung gibt es dann noch viele weitere Features, die jetzt mit dazugekommen sind. Und das Update lohnt sich auf jeden Fall und ist auch kinderleicht. Ihr müsst auch vorher keinerlei Sicherungen machen. Das war das, was mich eigentlich vorher noch interessiert hatte. Ich hatte lange danach gesucht, ob ich vielleicht mir meine ganzen Einstellungen erstmal sichern müsste oder aufschreiben müsste, weil diese Sicherungen oftmals nicht kompatibel sind mit der neuen Version. Aber auch das ist hier nicht der Fall. Einfach die BIN-Datei drauf kopieren auf diese SD-Karte. Das Update einfach starten über den Play-Button und ja, ich sag mal ab dafür. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Markus von Atomedia Design.